So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Wir sind hier immer noch in Venedig. Und, ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir hier das Level abschließen sollen. Jedenfalls fühlt es sich so an, als wäre es hier kurz vor dem Ende des Levels. Was ein recht gutes Level wäre, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. So, wie gesagt, von hier kamen wir. Wir gehen jetzt einfach nochmal alles durch, was wir gemacht oder noch nicht gemacht haben. Speichern auf diesen Slot. So, den haben wir schon. Ja, da soll man irgendwie auch so hochkommen. Finde ich dafür irgendwie zu blöd bin. Oh, okay. Gut. Die Frage ist, wo könnten wir vielleicht noch was übersehen haben? Wurde gerade wieder auf mich geschossen? Nee, noch nicht. Okay. Und da schießt einer auf mich. Hä? Sondern ich will jetzt wissen, von wo. Von irgendwo hat mich irgendjemand angeschossen. Da bin ich mir sicher. Ich bilde mir das nicht ein. Es hat mir irgendeiner angeschossen. Irgendeiner war das. Ich weiß nicht wer, aber es hat mich jemand angeschossen. Ich hab's gemerkt. Okay, ne nehmen wir mal eine Flare. So, was machst du hier? Ah, okay. Damit ich gleich nicht den größten Herzinfarkt bekomme im ganzen Projekt. Ich weiß noch nicht, was das Spiel gegen mich hat. Oder was generell Cordesein gegen mich hat. Ich meine, ich war eigentlich noch im ersten Tomb Raider-Teil noch recht freundlich dafür, dass sie versucht haben, mich hier umzubringen. Und jetzt legen sie einfach noch eine Schippe drauf. Wäre es mir im Nachhinein nicht völlig egal, würde ich sagen, dass ich jetzt sehr verletzt bin. Aber dann müsste ich halt lügen und das darf ich nicht. Okay, wo gibt's hier den Haken? Wo gibt's hier den Haken? Die Tür geht zu, oder? Wenn ich hier reingehe, dann geht die Tür zu. Ich wusste es. Und da oben ist jemand.
Nicht nur irgendjemand, sondern ist der Kalle mit seinem Mundi. Der Baseball-Kalle. Okay. Hi, Baseball-Kalle. Könnt ihr mich in Ruhe lassen? Das wäre voll Knorke. Ich will euch nicht töten müssen. Ach komm. Oh Gott! Der Hund bringt mich ja hier um. Gut. Dann war das auch geklärt. Machen wir hiermit das große Tor auf. So, für mich bedeutet das, dass ich hier bin. Okay. Habe ich schon mal gespeichert? Ich weiß es nicht. So, aber wir haben jetzt den Schlüssel, den wir wollten. Was bedeutet, dass wir jetzt zwar nicht bedenkenlos, aber wir können wieder zurück. Und die schöne Musik ertönt wieder. Das erfreut mich doch. Lara, alles gut. Okay, ich hab da so ein böses Gefühl, dass da etwas auf mich wartet, weil Cordesein weiß ja nicht, wann genug ist. Aber okay. Ich wusste es. Und ich weiß, dass es mich umbringen wird. Oh Gott. Ich hab mein Boot so kacke geparkt, dass ich daran krepieren werde. Komm, steig aus. Oh, danke. So, ich hoffe jetzt einfach, dass das wirklich die letzte Passage ist und ich nehme das Medikit nicht. Ich speichere ab, riskiere damit mein Leben. Aber wenn das hier wirklich die letzte Passage ist und ich kriege einen Brechreiz, wofür habt ihr mir jetzt dieses Tor geöffnet? Wollt ihr mir sagen, dass ich das Level nur beenden kann, wenn das Tor da offen ist? Nein, wollt ihr mir nicht. Das wäre auch lächerlich. Okay, warum muss ich hier durchfahren? Erzählt es mir. Ich bin ganz Ohr. Ich muss da irgendwas geben. Warum könnte es von großer Relevanz sein, dass da
das Tor auf ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das Tor muss ja auf. Aber die Frage ist, wie? Das Geheimnis wird spätestens zur nächsten Folge gelüftet, aber es wäre toll, wenn wir das jetzt schon lüften könnten. Lüften ist nämlich wichtig. Das ist die Frage. Das ist die Frage, auf der ich keine Antwort finde. Und das gefällt mir nicht. Ach, komm schon. Okay. Vielleicht jetzt. Ich verstehe es nicht. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge von Tomb Raider 2. Ich habe keine Ahnung. Wo hier das Problem sein könnte. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und tschüss.